zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Für das heutige Video habe ich mir meine Zaubermaus Hannah Rotschi mit ins Boot geholt. Das heißt, sie stellt mir heute 10 unangenehme, peinliche, skurrile, normale, außergewöhnliche... Habe ich außergewöhnlich schon gesagt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stellt sie mir heute 10 Fragen, die ich euch heute beantworte. Und ich würde sagen, wir lassen Hannah einfach mal selbst ein paar Worte dazu sagen und dann fangen wir auch gleich an mit Frage Nummer 1. Hey, liebe Zuschauer von Sandra und natürlich auch Hi Sandra. Ich bin Hannah vom Kanal Hannah Rotschi. Ja, und ich stelle dir, liebe Sandra, jetzt mal 10 private, unangenehme und witzige Fragen. Wann hattest du deinen ersten Kuss? Meinen ersten, nennen wir es richtigen Kuss, hatte ich, als ich meinen allerersten Freund hatte. Ja. Und den hatte ich mit 16. Ich glaube, das ist heutzutage relativ spät. Ich glaube, das ist auch in meinem Alter relativ spät. Aber ich hatte meinen ersten richtigen Kuss mit 16. Ja, mit 16. Hast du deine Eltern schon mal belogen, als du eine schlechte Note in der Schule geschrieben hast? Also hast du gesagt, du hast eine bessere geschrieben, obwohl du eine 5 hattest? Ich würde jetzt gern was anderes erzählen, weil es, glaube ich, ein bisschen spannender wäre. Aber... ich war so ein totaler Streber in der Schule. Also ich war sehr, sehr eifrig und ich war immer in der Schule. Ich habe nie geschwänzt, habe nie irgendwie blau gemacht oder so. Immer wenn ich krank war, war ich wirklich krank. Und deswegen habe ich meine Eltern auch nie angeschwindet, was, was das Thema Noten betrifft. Da habe ich wirklich immer die Wahrheit gesagt. Und ich würde jetzt nie behaupten, dass ich nie schlechte Noten bekommen habe. Das wäre wirklich gelogen. Das habe ich natürlich auch. Aber ich würde es anders betiteln. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, vielmehr zu meiner Mama. Und von daher brauchte ich da nicht irgendwie sagen, du Mutti, ich habe eine 5 und... nee, du Mutti, ich habe eine 2 und eigentlich hatte ich eine 5 oder so. Also von daher habe ich sehr, sehr mit offenen Karten gespielt und... nee, da habe ich meine Mama nie angeschwindelt. Musste ich auch nicht, weil meine Mama sehr, sehr cool drauf ist, was sowas betrifft. Auch heute noch. Ja, sie hat mir sehr viel durchgehen lassen. Danke, Mama, dafür. Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang ein Mann wärst? Diese Frage hatte ich schon das ein oder andere Mal und ich würde jedes Mal das Gleiche sagen. Wenn ich einmal oder einen Tag ein Mann wäre, ich glaube, ich würde einfach nur stehen pinkeln. Das klingt total doof und auch total skurril und ich glaube, das antworten auch die meisten. Aber das finde ich halt mega cool, nennen wir es einfach mal, weil es einfach... sehr, sehr viel erleichtert. Wir Frauen, wir müssen einfach immer, wenn wir irgendwo auf Toilette sind, das mit Klopapier ausrollen, ohne dass man sich einen Pilz oder so holt. Und Männer haben es da einfach mega easy. Wenn irgendwas ist, einfach Lümmel raus. Oh mein Gott. Nächste Frage. Ich würde einfach entfliehen pinkeln. Ja. Ansonsten, alles, was Männer können, können Frauen auch. Und im besten Fall auch besser. Hast du schon mal was Verbotenes gemacht? Ich habe mal was geklaut. Und ich habe wirklich aus der Schminkabteilung damals geklaut. Also jetzt nicht irgendwie 20.000 Mal oder so, aber meine Mama hat sich nie geschminkt. Will man sich natürlich auch irgendwann mal so ein bisschen ausprobieren. Und dann hat man im jugendlichen Leichtsinn einfach mal was eingesteckt, was, wobei ich auch erwischt worden bin. Also das ist nicht ganz so cool abgelaufen. Ich bin erwischt worden und das war nicht ganz so cool. Da gab es eine Menge Trubel. Ja, also tut das nicht. Tut das nicht und redet lieber mit euren Eltern darüber, wirklich. Okay, jetzt finde ich es besonders spannend. Mit welchem YouTuber hättest du gerne mal ein Date? Ich gucke nicht so wirklich viele männliche YouTuber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde auch gerne, also nicht Date, aber ich würde auch gerne mal weibliche YouTuber treffen. Aber erstmal zu deiner Frage, Hannah. Ich würde gerne, wenn dann, LeFloid. Aber LeFloid jetzt nicht, weil er mich optisch anspricht, sondern weil er... eine gute Bandbreite hat an Sachen, die er auf seinen Kanal bringt, politische Sachen und Sachen, die halt die Welt bewegen, aber auch nennen wir es einfach mal, normale Dinge, die die Jugend so interessiert. Und er verpackt es halt immer sehr, sehr gut. Also ich finde ihn ansprechend mit seinem Content, was er auf seinem Kanal bringt. Das finde ich sehr, sehr gut. Und auch damals dieses Interview mit Angela Merkel fand ich... nicht schlecht, muss ich sagen. Hut ab dafür. Er wurde ziemlich zerrissen, aber ich fand's gut. Also, wenn ich mir jemanden aussuchen dürfte, den ich daten darf, aber ich habe einen Freund, also Schatzi,
nicht daten an sich, sondern den ich gerne mal treffen dürfte und um sich einfach auszutauschen, würde ich LeFloid nehmen. Und ansonsten würde ich natürlich gerne mal so die großen YouTuber treffen. Ich würde gerne mal mit Tamtam Beauty einen Kaffee trinken oder mit Dagi Bee, obwohl ich viel, viel älter bin als die, aber ja, aber ansonsten LeFloid. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wen ihr gerne mal daten würdet. Würde mich mal interessieren. Ich gucke nicht so viele YouTuber. Ansonsten finde ich auch, ich schwenke schon wieder zu viel aus. LeFloid. Wolltest du dir schon mal ein Tattoo stechen lassen, was du dann doch nicht gemacht hast, welches du jetzt bereuen würdest? Die Frage ist schwierig und kompliziert formuliert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das würde mich wirklich interessieren. Es gab eine Zeit lang, da wollte ich hier hinterm Ohr, das war wirklich ganz präsent, entweder so drei kleine Sternchen haben oder, nee, doch, genau, entweder. Also, ich wollte entweder hier hinterm Ohr so drei kleine Sternchen haben, weil das wirklich ganz mega präsent war, oder hier unten ein Unendlichzeichen. Und ich habe mich gegen beides entschieden. Obwohl ich auch sagen muss, dass die Piercerin, die da gearbeitet hat, eine sehr, sehr gute Freundin von mir war. Und sie hat mir das quasi ausgeredet, dass ich mich mit diesen Motiven tätowieren lassen sollte. Was ich auch nicht so schlecht fand, weil es war wirklich einfach nur ein Trend, dem ich da hinterhergerannt bin. Und Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Und dann wollte ich ganz früher auch mal ein Arschgeweih. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das noch kennt. Das war wirklich auch mega in damals. Und da bin ich auch relativ froh, dass ich es mir nicht gemacht habe. Obwohl ich sagen muss, dass ich es mittlerweile ganz cool finde. Also, wenn man so ein bisschen ausbaut und so ein Cover-up so ein bisschen drüber haut und nach oben schnörkelt, finde ich es eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Aber gut. Aber die drei Sternchen, ich glaube, mein Chef hätte mich gekillt, obwohl er damit auch nicht so ganz zufrieden war. Aber gut. Warst du schon mal so viel shoppen, dass dein Konto im Minus war? Dazu kann ich klipp und klar sagen, nein, denn ich kann mit meinem Konto gar nicht ins Minus gehen. Ich habe kein Dispo. Und da bin ich auch das ein oder andere Mal froh drüber, obwohl ich sagen muss, ich habe schon des Öfteren das ausgereizt, dass es quasi auf Null ist und man mehr Monat als Geld hatte. Aber gut, das macht man als Jugendlicher. Wenn man zu Hause wohnt und noch keine Verpflichtungen hat, dann reizt man das einfach gerne mal aus. Aber ins Minus konnte ich noch nie und kann ich heute auch noch nicht. Und das ist auch ganz gut so. Ansonsten würde ich im H&M und Online-Shop leben, wohnen. Ich werde nicht mehr arbeiten. Nein, Spaß. Wenn eine Fee zu dir kommt und dir sagt, dass du alles an deinem Körper ändern kannst, was du möchtest, würdest du es machen oder würdest du es lassen? Und wenn du was ändern würdest, was wäre es? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und wer meine Videos etwas länger verfolgt, wird wissen, dass ich in dem einen oder anderen Video gesagt habe, dass, wenn ich das Geld hätte, mir auf jeden Fall meine Brüste vergrößern lassen würde. Wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, dass da jetzt Fee, Lilifee steht und sagen würde, so Sandra, du hast einen Wunsch frei, was würdest du an deinem Körper verändern? Würde ich, glaube ich, nichts verändern, weil ich Angst habe davor, dass ich dann noch unzufriedener bin mit den Sachen, die noch an meinem Körper sind. Also quasi meine Nase, die ist auch schief. Meine Oberarme oder mein Po oder sonst irgendwas, dass ich sagen würde, nee, mach lieber nichts. Wenn ich jetzt das Geld hätte für eine Brustoperation, wiederum würde ich es vielleicht machen, aber dann ist es halt erspart, drüber nachgedacht, lange überlegt und keine Hauruck-Aktion, also nichts, was ich jetzt überstürzen müsste. Und ja, ich glaube, ich würde nichts ändern. Klingt ein bisschen skurril, aber ich hoffe, ihr versteht mich so ein bisschen. Aber ja, das ist echt schwierig für mich, weil ich einfach Angst hätte, dass ich danach noch unzufriedener bin mit den Sachen, die halt nicht gemacht worden sind. Ich kann jetzt nicht einfach mal zum Schönheitschirurgen gehen und sagen, so macht mir meine neue Nase und macht mir mal hier ein bisschen Fett raus und hier ein bisschen Fett rein und da ein bisschen Fett raus. Die Sachen, die ich ändern möchte, muss ich mir verdienen, muss ich mir erarbeiten. Und nicht, dass hier jemand kommt und sagt, so, hast du mal. Dann soll er mit meinem Wunsch lieber was anderes anfangen. Beispielsweise Weltfrieden. Das ist echt eine Katastrophe, was in unserem Land abgeht. Okay, das ist jetzt auch etwas peinlich für die andere Seite. Ist es dir schon mal passiert, dass du ein Date hattest oder jemanden wirklich gut fandest, aber der dann Mundgeruch oder irgendwas anderes Peinliches hatte?
oder Unangenehmes oder Ekliges, was dich dann so abgeschreckt hat, dass du die Person nicht mehr mochtest? Die Geschichte würde ich gerne hören, falls es eine gibt. Ich muss sagen, ich habe nicht so wirklich viele Dates gehabt in meinem Leben. Ich hatte eher längere Beziehungen. Aber die Dates, die ich hatte, so Blind Dates quasi, die man damals so hatte. Also ich hatte vielleicht ein Blind Date. Alle anderen Dates habe ich quasi über die Schule kennengelernt, über die Ausbildung oder halt über Freunde. Aber ansonsten kannte man sich halt schon so ein bisschen. Aber ein Date hatte ich damals, der dann in seinem Internetportal, Profil, was auch immer. Es war nicht Facebook, vielleicht lass es Yuppie oder so gewesen sein. Ein ganz anderes Bild drin hatte, als er eigentlich war. Also er sah in Live dann ganz anders aus. Ich bin auch nicht alleine hingefahren, also kein großes Uhu, 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 sondern mit einer Freundin und meine Mama hat mich abgesetzt. Also ich weiß nicht, wie alt ich da war. Noch relativ jung, es war noch vor meinem ersten Freund, aber gut. Und der sah jedenfalls ganz anders aus, als er eigentlich aussah. Und dann musste ich auch schnell wieder weg. Relativ schnell wieder weg. Ich möchte eigentlich nicht so wirklich darüber erzählen, aber der sah ganz anders aus. Und ja, ich hatte skurrile Leute. Ich habe auch mal einen gedatet, der wollte mich gleich seiner Mama vorstellen. Der hat zu Hause gewohnt und wollte mich gleich am nächsten Tag seiner Mutter vorstellen. Also ich habe keine Dates gehabt, die irgendwie unangenehm gerochen haben oder keine Manieren hatten. Wirklich der eine, der sah nicht so aus wie auf seinem Profilbild. Der andere wollte mich gleich seiner Mutter vorstellen. Und das ist auch ein bisschen spooky. Zu Hause wohnen und dann seiner Mutter vorstellen. Und da war ich nicht 16, da war ich schon relativ alt. Ja. Ansonsten hatte ich nicht so aufregende Dates. Aber so eine ähnliche Frage, Hanna, habe ich dir auch gestellt. Okay, und das waren auch schon 9 Fragen. Jetzt kommt die 10. Welche war dir denn am unangenehmsten zu beantworten? Ich glaube, die letzte, weil ich jetzt nicht mega krasse Dates hatte, aber an das eine Date erinnere ich mich sehr, sehr ungern, weil der halt nicht so war wie auf seinem Bild. Also, wenn man dann miteinander chattet und sich kennenlernt und dann sieht der Typ ganz anders aus, als er eigentlich ist und egal. Ich finde, man sollte schon dazu stehen. Und gerade heutzutage, aber damals war es noch ein bisschen anders. Guti, das waren meine 10 Fragen. Ich denke, sie waren nicht so peinlich. Sie gingen noch. Aber es waren wirklich 10 Fragen, die mich sehr interessiert haben. Ich bin gespannt, was du darauf antworten wirst. Mir hat es viel Spaß gemacht. Liebe Grüße. Vielen, vielen Dank, Hanna. Und ich freue mich natürlich auf deine Antworten, also meine Fragen, deine Antworten. Und ich hoffe, meine Antworten haben dir so ein bisschen gefallen. Und so wirklich unangenehm war es, glaube ich, gar nicht. Nö. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt nach meinem Video bei Hanna vorbeischauen würdet. Ihren Link zum Kanal findet ihr unten in der Infobox und hier oben in der Infocard. Ich weiß leider nie genau, ob hier oder hier. Auf jeden Fall hier oben braucht ihr bloß draufklicken. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dass ihr einfach kein Video mehr verpasst. Und dann schreibt mir unten gerne in die Kommentare rein, unter anderem, wen ihr gerne daten würdet. Welchen YouTuber? Interessiert mich. Jo, dann sehen wir uns im nächsten Video. Fühlt euch gedrückt. Eure Sandra. Tschüssi.